Hey Leute, heute zeige ich euch mal, wie ihr bei der PS5 diese weißen Cover außen entfernen könnt. Die kann man zum Beispiel austauschen gegen bunte Versionen, die es zu kaufen gibt, oder um die Konsole zu reinigen. Auf der hinteren oberen Ecke, die könnt ihr so ein bisschen hochbiegen und dann könnt ihr das Ganze nach unten wegschieben. So, da sind so zwei so Zapfen drin, wie bei so einem Legostein, die rasten in das Gehäuse ein. Das müsst ihr ein bisschen anlupfen und dann könnt ihr es nach unten wegschieben. Hier sehen wir jetzt auch mal in die Konsole rein und sehen den Staub und alles. Und dasselbe können wir auch auf der anderen Seite mit dem Cover machen. Auf der Ecke, wo das PlayStation-Logo ist, müsst ihr das hier ein Stück auch anlupfen, weil da wieder diese Zapfen drunter sind und nach unten hin wegschieben. Dann kommt ihr schon mal bis an den Lüfter und könnt den zumindest mal grob reinigen. Oder die Cover tauschen. Beim Aufsetzen ist es eigentlich auch denkbar einfach. Ihr setzt das Cover hier ein wenig nach rechts verschoben auf und dann einmal von rechts ein bisschen mit Druck das Cover nach oben schieben und es hört man dann so richtig einklacken, wenn diese Zapfen oben wieder einrasten. Auf der anderen Seite genau dasselbe, einmal so dran klopfen. Ja, ist noch nicht richtig fest. So, jetzt hört man das Klacken und jetzt ist das Ganze fest. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst mir ein Like da und ein Abo auf den Kanal. Das wird mich sehr unterstützen. Hier oben könnt ihr jetzt noch kontrollieren, ob der Cover richtig sitzt oder ob da ein Spalt zwischendrin ist. Aber das sieht hier sehr gut aus. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.